Und grüß Gott, Herrn Herzlichen. Ich grüße euch. Domi sitzt übrigens noch neben mir. Wir haben gerade eben Dings fertig gemacht. Das nächste Undying Let's Play. Und ich mache jetzt Crusader weiter, weil ich noch die Mission abschließen möchte. Ja, Domi kümmert sich um die Shisha. Nicht wundern, dass Domi nicht... ja, lol, alles auf einen Streich. Domi nicht zu hören ist, weil es ist ja LP von mir und der möchte eigentlich nur zugucken, hat er gesagt. Okay, das ist, glaube ich, der Endteleporter, bin ich mir auch wieder mal nicht sicher. Ich glaube, das war 95752952, scheiße. ich glaube, das war... Nein. Alarmstufe rot. Ach komm. Lass mich doch einfach. Komme ich da eigentlich wieder zurück? Ja, weil dann kann ich jetzt nämlich einfach schnell gehen und nachgucken. Ich werde übrigens. Das ist ein bisschen jetzt doof. Wir haben gerade im Undying aufgenommen. Ich werde aber dieses LP zuerst hochladen und dann erst Undying. Einfach weil das nicht allzu lange dauern wird. Nein, das war der andere Rechner. Ja, 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 ja. Upp. 795 war's. Ach, andersrum, nicht 579, 795, okay. Wenigstens hatte ich ja schon mal die Zahlen richtig. Das ist ja auch schon mal was. So, ist das das Ende? Zugang gewährt. Ich glaube, das ist das Ende. Wie ist es jetzt wieder Alarm? Ich müsste sonst die Waffe wechseln. Hat er gerade Shotgun gehabt? Ich glaube schon. Stirb, Rebellenschwein! Meinst du? Ich habe keine Energiezellen mehr, stimmt's? Habe ich das letzte Mal gesagt, ne? Huhuhuhuhuhu, es wird kritisch. Wir müssen dieses Blastpack jetzt schnell legen und dann schnellstens verschwinden. Ich glaube, es wird echt ein verdammt kurzer Part, du. Es wird vielleicht gerade mal ein paar Minuten. Aktiviert. Ich renn ja schon. Ich ganz schön was mit. Na, krieg ich eine Nachricht? Krieg ich keine Nachricht? Ja, ich krieg eine Nachricht. In so einer brenzlichen Lage war ich zuletzt beim Eindringen in der Hochspannungsanlage. Dann an den nächsten Teleporter, Blechmann. Mal sehen, was ich tun kann. Das sind ein paar Schnüffler, die machen mir ein bisschen zu schaffen. Was ist denn das? Oh nein! So ein Mist. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Ach, das war viel zu nah. Aber ich habe ihre Signale direkt in ihr Spannungsnetz geleitet. Das wird sie ablenken. Tja, jedenfalls reicht es, um meine Release zu halten. Das kann ich nur hoffen. Schwingen Sie Ihren Hintern raus. Sie sind leider auf einem schnell sinkenden Schiff. Der Teleporter auf der Ebene 4 wartet. Und ich werde versuchen, die Schnüffler des Konsortiums auszutricksen. Zauberer, aus! Es könnte sogar schon dieser Teleporter sein. Nein, aber da oben ist er irgendwo. Ich hoffe, es sind keine Zerbatrons mehr, weil ich will möglichst meine... da höre ich doch schon wieder was. Ach, das ist die Stelle, ja dann... Ja, jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen duffen. So, nicht, da ist auch noch eine Thresher-Kanone. Die möchte ich natürlich. Hab ich ein Schwein, weil das ist echt keine einfache Stelle, glaube ich. Ohne Energy Cells.
Ah. Ende? Ja. Wisst ihr was? Weil das so kurz war, mache ich jetzt noch die Basis und vielleicht den Anfang von der nächsten Mission. Wobei ich sollte eigentlich bloß jetzt die Basis noch machen, weil ich möchte gerne meine Videos so aufgeteilt haben, dass ich nicht mitten in der Mission aufhöre. Aber jetzt hören wir es mal, was der hier sagt. Willkommen zu Hause, Captain. Ich dachte bereits, wir hätten Sie verloren. Ich bin froh, Sie wiederzusehen. Dank Ihnen wird die WEC-Überwachungsstation in den nächsten Wochen keinerlei Gefahr mehr für uns sein. Uns bleibt genügend Zeit, um Nahrungsmittel nach Genf zu transportieren und zu den restlichen Städten des Widerstandes. Vielen Dank. Ich weiß, es gab nichts, was Sie hätten tun können, um Andrews Leben zu retten, Captain, aber die anderen der Truppe haben vielleicht weniger Verständnis. Ja, vor allem die Brooks, die mag mich ja eh nicht, die hat mich sowieso auf dem Kicker. Ah, so, was ist jetzt? Okay. Ich guck erstmal nach, ob ich Nachrichten hab. Oh, ich muss dringend Energy Cells kaufen. Keine neuen Nachrichten, dann schauen wir mal in die News rein. Der Vorsitzende Dragon hat beschlossen, ab heute die Belohnung für die Kinder, die ihre Eltern aufgrund staatsfeindlicher Aktivitäten anzeigen, zu erhöhen. Und das bedeutet, die Belohnung besteht nicht mehr aus 100, sondern aus 150 Credits. Für jedes weitere ausgelieferte Familienmitglied gibt es einen wertvollen Geschenkgutschein. Obwohl viele Senatoren diese Maßnahme für eine übertriebene Ausgabe halten, ist Vorsitzender Dragon der Meinung, es ist billiger, Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen, als sie Verbrechen begehen zu lassen, die der Bevölkerung Schaden zufügen. Nur weiter so, Herr Vorsitzender. Geschenkgutschein. Oh, die Brooks. Jetzt bin ich mal gespannt, was die zu sagen hat. Unsere Einheit kann sich Verbündete, die so sind wie Sie, nicht leisten, Silencer. Ich passe auf, was Sie tun. Und ich werde abwarten. Ich habe viel Geduld, wenn es darauf ankommt, mein Junge. Ich gebe nie auf und deshalb werde ich Sie auch dabei erwischen, wie Sie uns verraten. Darauf können Sie sich verlassen. Weasel, ich lieb dich. Seien Sie mir gegrüßt. Das Wiesel und die Ware sind hier. Ich habe alles, was Ihr zerstörerisches Herz begehrt. Waffen in groß und klein. Und Blast Packs habe ich auch dabei. Alles klar? Hören Sie, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie inspizieren die Ware in aller Ruhe. Und dann sprechen wir über den Preis. Hm? Was darf es denn sein, Captain? Nee, ich will... Ich will eigentlich eine Laserwaffe. Aber ich brauche Energy Cells. Oh, 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 Plasma-Generator. Was war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dann kann ich mehr Sachen also mehr Fusionsbatterie, oder war das das? Ich muss jetzt mal... Ja, dich überspringe ich mal kurz. Ich muss jetzt mal schnell speichern. Weil ich glaube, eins von den beiden war dazu da, um meine Gesamtkapazität von meiner Energiezellen zu erhöhen. Und er erzählt gerade eh nichts Besonderes. So, Plasmagenerator, Fusionsbatterie. Ich installiere mal ganz kurz den Plasmagenerator. Zurück. Ja. Es tut mir ja leid, Weasel. Ich weiß schon, habe ich das Ding im Inventar? Nein. Aber... Und ich habe noch drei Magazine. Ich sollte noch Munition kaufen. Jetzt dürfte normalerweise mein Balken rechts unten wesentlich höher gehen. Was er nicht tut. Dann schaue ich mal, ob das andere Gerät das war, was ich eigentlich wollte. Was hat denn der Plasma-Generator nochmal gemacht? Ich hab echt überhaupt keine Ahnung. Sonst gab's ja nichts. So, Fusionsbatterie, kaufen wir die mal. Ah ja, jetzt okay. Yep. Nein. Ich hätte es wissen müssen. Hören Sie zu, Captain. Ich weiß, es ist schwer, eine Wahl zu treffen, aber ich muss weiter. Ich habe noch andere Termine. Ich bin im Dauerstress. Sehen Sie nicht, was sich hier abspielt? Sagen Sie mir bitte, was Sie wollen, und zwar jetzt gleich. Stimmt, ich glaube, ich hab's doch noch. Ja, ich hab's nicht gekauft, verdammt. Stimmt. Miep, 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 miep. Jetzt.
Ja. Nein. Jetzt gucke ich noch. Wieso habe ich jetzt plötzlich doch so viel? Ach, wahrscheinlich wegen diesem Ausrüstungsgegenstand. Okay. Diese Rumexperimentiererei tut mir zwar gerade ein bisschen leid, aber... ich muss es echt nochmal wissen. Ich habe keine Ahnung mehr, was die Ausrüstungsgegenstände überhaupt machen. Okay, das heißt, damit bekomme ich... Okay. Dann kaufen wir auch gleich ein bisschen Munition, und zwar von der Waffe. Kaufen wir 5 Magazine, das sollte reichen. Ich habe die beste Ware, Captain. Bestimmt. Sagen Sie zu Ihren Freunden, kommt zu Wiesel. Die Ware des Mannes ist super. Kann ich ihn noch mit irgendwas anfangen? Ich hatte früher mal einen Nachbarn, der sah genauso aus wie der Wiesel. Das erinnert mich immer voll an den. Und der hat auch immer dieses Spiel gespielt. So. Das war's jetzt eigentlich schon von der Basis. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Zeit in der Basis verbracht als im Rest der 4. Mission. Aber ich wollte es nun mal abschließen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich mache morgen gleich weiter mit der 5. Mission und dann sehen wir uns auch irgendwann demnächst gleich wieder. Also, bis demnächst. Adieu. Adieu.